Hallo, ich grüße euch. Ich war gestern mal zum Stammtisch in Schwarzenberg und habe mal so breit gestreute Themen, Staatsangehörigkeit, Probleme der Verweserwahlen, Probleme der Legitimation, Probleme mit der Grundstücken, also mit den Eigentumsverhältnissen, Grundstücken, also mit den Bodenrechten. Das Problem ist, dass das Publikum war sehr durchmischt, aber es war bereit, das aufzunehmen, obwohl eigentlich die Akustik für mich nicht so optimal war. Ich denke mal, dass das Video ein bisschen schwierig zu verstehen ist vom Ton, aber ich kann daran leider nichts ändern, weil wir hatten halt nur die kleine Kameramöglichkeiten und keine großen, ja, wo man einen O-Ton hat, also Mikrofon hier oben dran hat. Die Technik steht uns noch nicht zur Verfügung, deswegen haben wir auch gesammelt, dass wir bald mal ordentliche sendefähige Technik haben, wo wir mit einem sehr guten Ton, wie ich das eigentlich gewöhnt bin, arbeiten können, also DVC Pro 50 oder sowas. Und ja, aber wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir haben, und so lange hinkommen damit, bis die Arbeit richtig angelaufen ist, so wie wir das wollen und wie wir das eigentlich brauchen. Wir müssen uns ja überlegen, viele Menschen wissen überhaupt noch nicht, was hier los ist, was mit ihrem Personalausweis los ist, was mit ihrem Haus und Grundstück los ist. Also, dass im Prinzip die Gefahr besteht, wenn die Bodenrechte nicht verlängert werden können, und zwar durch eine staatliche Institution und staatlich im Sinne von dem die Bodenrechte gehören, also dem Königreich Sachsen, dann verlieren die Bodenrechte und dann zur Folge passiert genau das, was Merkel versprochen hat, dass sie die Migranten ja reinholen kann, damit die Häuser kriegen. Sie hat natürlich nicht gesagt, welche Häuser. Es sind nämlich genau die Häuser von den Leuten, die gebaut haben. Ja, weil sie die Bodenrechte verlieren. So, und dann kommt dann irgendein Bescheid von einer TTIP-Firma und die sagen, das Haus muss ja weg von dem Grundstück. Das ist jetzt an den und den vergeben. So, und weil die Leute, die es reingeholt haben, eine andere Art Staatsangehörigkeit kriegen als mir, also die sozusagen in eine andere rechtliche Position geschoben werden, ist alles grob illegal. Also ist egal, die Regierung ist halt nur kriminell. Das wissen wir ja nur schon seit einigen Videos. Können wir uns nur wehren, indem wir uns sozusagen verbessern, also die staatlichen Strukturen der Gemeinde wiederherstellen. Das hat nichts irgendwie mit Kaiserreich und Pickelhaube zu tun. Es hat mit dem Kaiserreich was zu tun, aber nicht mit dem kaiserlichen Militarismus, sondern nur mit den Rechten, die damit verbunden sind. Und wenn die Leute das nicht begreifen und sich nicht wundern, wenn sie den Fahrerlaubnis aufschlagen, dass da steht, das weist den nicht als Eigentümer aus, dass da keiner drüber nachstellt, was in keinem anderen Land in der Welt da passiert. Also wenn du dort irgendwo in Brasilien ein Auto kaufst und kriegst einen Kaufvertrag, dann bist du der Eigentümer. In Deutschland ist das nämlich nicht so. Der Eigentümer gehört irgendeiner Bank. Und zwar alle Autos. So, und obwohl es in Mitteldeutschland verboten ist. In Mitteldeutschland darf die Regelung nämlich gar nicht greifen, weil wir nämlich gar nicht irgendwie im Grundgesetz stehen. Im Grundgesetz steht nur die Bundesrepublik, aber die Bundesrepublik und Mitteldeutschland sind zwei verschiedene Schuhe. Und das ist das, was die Leute immer nicht begreifen. Und wo man im Prinzip nicht in 20 Minuten die ganze deutsche Geschichte erklären kann. Das funktioniert nicht. Und deswegen brauchen wir die Möglichkeit, Videos zu machen. Wir brauchen auch die Möglichkeit, das über einen Rundfunk zu machen, der nicht unter einer Inhaltsbeschränkung liegt, also die mit einem Senderecht von irgendeinem anderen Staat funktioniert. So, und dafür wollten wir sammeln, haben wir auch gemacht. Und wir sind jetzt bei 108 Euro. Es ist noch weit weg von unserem Ziel, was wir uns gesetzt haben, aber es ist wieder ein Stückchen dran. Ja. So, ich habe jetzt mal jeden Tag ausgerechnet, wie viele Jahre es dauern würde, wenn die Geschenke, also wir können ja keine Spenden einnehmen, wir wollen keine Spenden einnehmen, weil Spenden bedeutet, da ist Steuer drin, ne? Eine Steuererstattung, entweder 50% oder 100%, je nachdem, wie du es aufbaust. Das Problem ist, dass dann ständiger Zugriff besteht und dass ihr jetzt jede Woche das Rollkommando kommen könnt. Wenn es aber eine Schenkung ans Kaiserreich ist, und zwar an den Kaiser und seine Bundesstaatenangehörigkeit, ist es nämlich nicht mehr pfändbar. So, da ist man nur Verwalter, man verwaltet das. Und man kauft dann so nach, dass genau mit dem Geld dieser Sender gekauft wird. Und deswegen lege ich großen Wert darauf, dass es alles nur in einzelnen 1-Euro-Münzen passiert und nicht in Scheinen und nicht in Überweisungen, auch nicht in PayPal, sondern persönliche Übergabe, wie man es zum Geburtstag halt übergibt. So. Und alles, was ich mache, ist sichern, zählen, Buchhaltung führen und wenn genug zusammen ist, die ersten Sachen, die wir definitiv brauchen, kaufen. Nicht das, was wir irgendwann brauchen, sondern das, was wir definitiv und gleich nutzen können. So, und dann müssen wir uns dann mit führenden Herstellern in Verbindung setzen, was jetzt Stand der Technik ist, weil die Vorbereitungsarbeiten laufen schon seit September 2000. Inzwischen hat sich die Technik natürlich weiterentwickelt. Wir sind jetzt hier beim
Ja, bei ENG Broadcast, bei DVT Pro 50 oder Digi Betacam. Und ja, und inzwischen gibt es schon wieder neue Formate. Es gibt HD Triax und lauteres Zeug. Und da muss man gucken, was ist jetzt für eine HD-Aufzeichnung, aber SD-Ausstrahlung momentan sinnvoll. Ne? Also man zeichnet, jeder Sender zeichnet in HD auf, auch wenn er nicht in HD sendet. Hat einfach den Grund, weil die höhere Bildqualität da ist und weiß ja dann, für bestimmte Vorträge, wenn man Experten sich einlädt, die mit Völkerrecht und Staatsrecht wirklich was können und die auch das richtig darstellen können, die Dokumente mit haben und so weiter, sodass wir dort in einem Sender weg sind von irgendwelcher Vermutung und Polemik, sondern das wirklich ganz genau angucken. Sie alle Protokolle mal rausziehen, ordentliche Kopien anfordern beim Auswärtigen Amt. So, und das sind dann Dokumente. Alles andere sind ja nur Vermutungen. Und wir haben immer nur aus zweiter Hand gekriegt. Und wir wollen dann irgendwann einmal Quellen aus erster Hand haben. Wir werden versuchen, mit den verschiedenen Regierungen der Welt, die verschiedene Kopien von alten Dokumenten haben, zu reden, ob sie uns ordentlich beglaubigte Dokumente zur Verfügung stellen. Und mit diesen Dokumenten werden wir diese Geschichte aufrollen. Und zwar so, dass sie möglichst wissenschaftlichen Anforderungen genügt. Das ist der Anspruch, den wir wollen. Den wir noch nicht erreicht haben, aber den wir wollen. In die Richtung wollen wir hin. Wir wollen also weg vom, ja, es könnte so sein und sondern wir wollen es wissen. Wir wollen es genau wissen, wie es läuft. Wir wissen aus dritter Quelle und aus vierter Quelle, aber wir wollen wirklich die ursprüngliche Quelle haben. Ein originales, ordentlich beglaubigtes Dokument. So. Und das sammeln wir dann und dann werden wir das, dann laden wir Experten ein ins Studio und dann wollen wir das wirklich zeigen. Und das soll auch dann über Astra laufen. Also nicht über YouTube oder über terrestrisches Fernsehen, weil das kann jederzeit gestört werden. Wir wollen es über Astra haben. Wir haben eine Medienfreiheit, die sie uns versprochen haben, die nicht wirklich existiert, weil, ja, wisst ihr ja selber, die Lügenpresse eben zentral gesteuert ist und genau das wollen wir nicht. So. Und was dazu nötig wäre, wäre diejenigen Leute, die eben nicht mehr belogen werden wollen, sagen, okay, ich gebe jetzt mal einmalig 5 Euro, damit das losgeht, damit man den Transponder anmieten kann, den wir brauchen, um die Ausstrahlung zu machen und den, sagen wir mal, die unbedingt nötigen Bauausgaben, um das Studio so weit hochzuziehen. Wenn alles kurzfristig geht, also wenn viele Leute das erreicht, ne, dass die Aufforderung kommt mal zusammen und sammelt mal hier in eurer Stadt oder Gemeinde und bringt das dann mit persönlicher Übergabe her. Und möglichst nur 1-Euro-Münzen. Eventuell könnt ihr das auch rollen, müsst ihr dann bloß gucken, dass ihr das irgendwie stempeln könnt, weil das können dann nur Unternehmen oder so, die dann die rollen und auch stempeln. Mir ist es lieber einzelne Münzen und wir rollen sie ja selber. Und wir wollen das deswegen in 1-Euro-Münzen, damit die Leute auch mal sehen, was das hier, wie sich das darstellt, also wie das wächst. Ne? Wenn Geldscheine kann man so die Menge närrisch sehen. Das ist der Grund. Ne? Dann wechseln wir das irgendwann wieder ein in irgendeiner Bank, kriegen die Kiste hingestellt und dann. Aber erst, wenn wir dann wirklich wissen, unsere Einkaufsliste zusammen haben, was wir im ersten Schritt brauchen. Das ist Entschuldigung, die Vorgehensweise. So, ich entschuldige mich mal vorneweg noch von dem schlechten Ton, den wir haben in den 3 oder 4 kurzen Clips. Und ich hatte auch ein bisschen Probleme mit meiner Kamera, weil die Speicherkapazität und die Akkukapazität am Limit war. Und ich hoffe mal trotzdem, dass ein paar Ausschnitte oder einen Eindruck gekriegt hat. Ich meine, es war natürlich, ich wusste, ich kannte das Publikum nicht. Es ist meine Heimat, dort hinten die Ecke, aber Schwarzenberg. Aber ich kannte die Leute nicht. Ich wusste nicht, wie weit sie sind. Manche waren unheimlich weit, die haben unheimliches Wissen. Viele sind auch verhetzt worden durch Gemeinde Neuhaus. Die sind da wahrscheinlich auch schon da durchgelaufen und haben die Leute heiß gemacht mit Sachen, die nicht funktionieren. Sind dadurch sehr verärgert gewesen, aber ich habe immer wieder versucht, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe auch nicht gesagt, dass es machen soll. Es hat mich auch keiner gefragt. Und ich habe dann deutlich gemacht, dass die Verwendung der Siegel nur dann möglich ist, wenn die Wahlkommission per Referendum eingesetzt wurde. Und das ist der Fehler, den immer wieder gemacht wird, auch die Gemeinde Neuhaus immer wieder macht und immer noch macht. So. Und sobald der gelbe Schein ins Spiel kommt, habt ihr automatisch verloren. Ihr müsst diese Wahlkommission gründen, so wie wir es dann Mitte Februar offiziell vorstellen. Da machen wir dann einen Flyer dazu, da ist eine richtige Arbeitsanleitung dabei. So, und damit fangt ihr an mit der Gründung. Und ihr müsst genau in den Grenzen gründen, wo die Siegel gelten. Also wenn ihr zum Beispiel ein Siegel von der Stadt habt, was aus vom 28.10.1918 stammt, das ist optimales Siegel, dann müsst ihr ein Referendum machen, dass wir wollten gerne wieder staatliche Dokumente haben.
Wir haben das Recht drauf, wir haben nicht nur das Recht drauf, dass wir zwangsverwaltet werden, sondern wir haben nach UN-Menschenrechtskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention, das Recht, einen gesetzlichen Gesetzgeber zu wählen. Und die Bundesrepublik ist nur eine Verwaltung. Die darf eigentlich gar keine Gesetze machen. Eigentlich ist es schon wieder einschränkend. Nee, darf es nicht. So. Eine Zwangsverwaltung ist aber, dass sie eine Willkür machen und es eben trotzdem machen. So. Dann schreiben sie die Gesetze nicht und tun so, als wären das alles nur Entwürfe, aber sie werden dann irgendwo umgesetzt und vollstreckt. Und eben rechtswidrig vollstreckt. Und das muss aufhören. Wir brauchen wieder die originale staatliche Struktur. Und das ist der Aufbau der Gemeinde von unten nach oben. Und zwar hat dann der Bürgermeister im Prinzip in dem Ort die höchste Befehlsgewalt. So. Und erst dann, wenn er nicht klarkommt, braucht er seinen Landrat. Und dann sagt er, ja, ich kann da vielleicht jemand anderes noch mit zur Seite stellen und so weiter. Und ganz oben, ne, wo die ganz großen Verwaltungssachen laufen, die haben in die Gemeinde nicht reinzureden. Das hat der Kaiser ganz klar festgelegt. Der Bürgermeister entscheidet alles, was in dem Ort läuft. Wenn der kriminell wird, muss er angezeigt werden, was auch immer. Es ist eine andere Geschichte. Es geht darum, dass der Bürgermeister wird auf die Verfassung vereidigt von 1871, beziehungsweise auch auf die gültige Landesverfassung von Königreich Sachsen. Wir hatten nämlich auch eine. So. Und wenn er sich auf diese Verfassung festgelegt hat, dann gilt erstmal diese Gesetzgebung. Und solange wie wir keinen großen Verweser haben für das Gesamtgebiet, muss er sich mit der Gesetzgebung begnügen, die es gibt. Da gibt es ein Straßengesetzbuch, da gibt es alles, gibt es das schon. So. Aber man muss es eben einfach nur machen. So. Und da muss ich dann entscheiden, was will er denn? Will er denn jetzt nur staatlich sein oder will er böse Weltregierung machen oder wie weiß ich nicht, keine Ahnung, man muss sich entscheiden. Und meiner Ansicht nach ist Zurückziehen auf die kaiserliche Verfassung, auf die staatliche deutsche Gesetzgebung die beste Möglichkeit, weil wir sind der Bundesrepublik noch nicht beigetreten. Wir haben es auch nicht mehr vor, weil die Frau Merkel hier alles kaputt macht in dem Land. Wir wollen das nicht. Wir wollen unser Königreich Sachsen wiederherstellen. Wir haben das Recht dazu, sogar die Europäische Menschenrechtskonvention sagt, können wir machen. Und die Bundesrepublik hat diesem Vorhaben auch zugestimmt im Bundestag. So. Aber man kann denen keinen Vorwurf machen, dass sie nicht unsere Arbeit machen. Es ist unsere Arbeit. Die Haushalte laufen, die Flyer dort einwerfen, Leute einladen, Turnhalle, Schule, was auch immer. Denen erklären, dass mit den Ausweisen was nicht stimmt, weil der Personalausweis und der Reisepass kein Nachweis ist der ordentlichen Staatsangehörigkeit. Denn die deutsche Staatsangehörigkeit, die immer haben, das ist nämlich die ungültige, nicht die gültige. Wir haben die Staatsangehörigkeit vom Königreich Sachsen, wenn wir aus Sachsen kommen. Und nichts anderes. Dort kommt die Staatsangehörigkeit. Ja, dass es noch ein Reich gab, das ist irgendwo in Berlin, das ist weit weg. Ja? Staatsangehörigkeit kommt aus den Bundesstaaten, nicht aus dem Reich. Wer hier mit dem Reichsausweis ständig rumrennt, mit Schwarz, Weiß, Rot, ist schön, kann er haben. Wir haben eine Reichszugehörigkeit. Aber die Staatsangehörigkeit ist Königreich Sachsen, bei jedem Sachsen. Ja, wenn er die Reichsstaatsangehörigkeit erfüllt. So. Und alles, was man dann mit der Wahlkommission machen muss, ist nachzuweisen, derjenige ist nach Rustag wahlberechtigt, der ist nach Rustag nicht wahlberechtigt. So. Und zusätzlich, also nee, er ist nach Rustag Staatsangehöriger oder ist nicht Staatsangehöriger. So, und aus den Staatsangehörigen werden die noch rausgeholt, die nach kaiserlichem Recht wahlberechtigt sind. Und an der Wahlgesetzgebung kann erst was geändert werden, wenn es einen Verweser gibt. So, und Sachsen könnte die Regelung dann umschmeißen, wenn sie für ganz Sachsen ein Verweser wären. So, ne? Der darf eine Verfassung vorlegen und die muss das ganze Volk durchwählen. So, und das sind alle Wahlbereiche, die nach Rostock wahlberechtigt sind. So, da gibt es leider dort noch kein Frauenwahlrecht, bis der Verweser es anders festlegt. Aber der muss erstmal gewählt werden. So, das heißt, wir haben ein Henne-Ei-Problem. Wir müssen zuerst Wahlberechtigte erzeugen und Wahlberechtigte erzeugt man über die Gründung einer Wahlkommission, die per Referendum entstanden ist. Ein Referendum heißt, es müssen alle Einwohner der Stadt eingeladen werden. So, und die sind erstmal alle, die dort drinnen wohnen, wahlberechtigt, zu sagen, nee, die bundesdeutsche Regelung führt dazu, dass wir hier völlig entrechtet haben und habt keine Mitbestimmungsrechte mehr haben. Keine wirklichen. Denn nach kaiserlichem Recht werden bei irgendwelchen Problemen, die es in der Stadt gibt, alle ins Rathaus eingeladen oder in eine große Halle. Und dann bestimmen die Leute, die dort wohnen, Mehrheitsbeschluss, was gemacht wird. Und der Bürgermeister führt es aus. Das ist die kaiserliche Linie. Dass es in der Bundesrepublik gemacht wird, dass in Berlin, in Wolkenkuckucksheim irgendwas entschieden ist, ist keine staatliche Struktur. Ja, wenn das die Leute endlich mal begreifen, dass sie selber der Souverän sind, dann wird es in dem Land auch anders. Dann sagen die, wenn du hier rein willst, dann hast du dich ordentlich zu verhalten. Da kannst du unser Gast sein. Du kannst hier alles fotografieren und machen, was du willst. Dann kannst du hier mit deiner Familie auch ein Geschäft machen. Alles gut.
Aber wenn du anfängst, uns hier mit dem ISIS um die Ecke zu kommen, dann finden wir eine Lösung, dass du ganz schnell das Land verlässt. Und das ist nämlich das Problem, dass das von Berlin aus nicht gewollt ist, aber das Land kaputt machen will. Die Bodenrechte stehlen, die Eigentumsrechte stehlen, uns die Rente stehlen. Wer denkt, dass er eine Rente kriegt, der ist nämlich ein bisschen im Irrtum. Wieso hat denn eine Verwaltung Zugriff auf die Rentenkasse vom Kaiser? Hat sie nicht. Was sie uns auszahlen, ist eine Täuschung. Die paar hundert Euro, die hier die Rentner kriegen, sind eine Täuschung. Die Rentenkasse hat seit 1918 niemand angefasst. Da ist ordentlich Geld da. Von ordentlicher Rente, weil die hat der Kaiser vorgesehen für uns. Da. Und das ist nämlich die Steuern, die eingenommen werden, die müssen erstmal an den Kaiser, auf das kaiserliche Konto. Das ist zurzeit in der Schweiz, weil das dort in der Verwahrung ist. Da. Und von dort werden die Renten gezahlt. Und die Bundesrepublik darf dort gar nicht ran. Das ist der Punkt. Deswegen kriegt ihr nur ein paar hundert Euro. Aber das ist nicht eure Rente. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob das eine Anzahlung ist oder eine Täuschung, habe ich so noch nicht so richtig Klarheit. Ich vermute mal, es ist was Kriminelles, aber welche Form von Kriminalität das ist, wissen wir noch nicht. Aber definitiv ist es nicht die Rente des Staates. Fakt. So, und wenn ihr das ändern wollt, und wenn ihr ordentlich leben wollt, und wenn ihr die chaotischen Verhältnisse nicht wollt, dann müsst ihr euch bewegen. Und die Bewegung heißt, dass ihr euch darüber klar werdet, welches Siegel wollt ihr nehmen. Das Siegel vom 27.10.1918 ist das Richtige. Wenn er aber sagt, ich hätte gerne Hammersichel-Ehrenkranz drauf, würde ich nicht empfehlen, weil das keine Bodenrechte hat. Würde bei dem Referendum das passieren, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Nimmt das Siegel, was am 27.10.1918 gilt, macht darüber ein Referendum, dass das die Wahlkommission benutzen darf. Dann braucht ihr auch nichts außenrum machen, dann könnt ihr es so verwenden, wie es ist. Und dann könnt ihr dort in einem Ausweis hinten reinstellen, ist Staatsangehöriger nach Rustag, und zwar vom Königreich Sachsen. Den Stempel machen hinten rein, Siegel rein, fertig. Ob das EU-Reisepass ist, spielt erstmal keine Rolle, weil es ist eh keine Stadt, der Reisepass vergibt keine Staatsangehörigkeit. Steht ja ohne da, Deutsch ist keine Staatsangehörigkeit. So. Ja, das ist einfach nur ein Reisedokument und ein Passierschein. Ja, ist es nicht. Und wenn da vorne ein komischer Vogel vorne drauf ist, ist das vielleicht von einer Hähnchenbraterei gestiftet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es nicht das staatliche Wappen. Haben wir das jetzt soweit alle? Ich hoffe, dass ich es nicht noch einmal erklären muss. Ich mache gerne noch einmal ein Video zur Gründung der Wahlkommission, aber über Souveränität habe ich jetzt nicht schon 30, 40 Videos gemacht. Man muss es endlich mal begreifen, wie der Staat heißt und was die Verwaltung ist und welche Verwaltung der Staat eingesetzt hat. Ich glaube nicht, dass der Kaiser Wilhelm die Frau Merkel als Verwaltung bestellt hat. Das hätte ich gerne mal gesehen, schriftlich. Ja, also es ist Selbstermächtigung und Selbstermächtigung ohne die Leitlinien der Politik des Kaisers einzuhalten. Das ist das, was hier läuft. Und die Leute zu informieren, brauchen wir aber eure Unterstützung. Und ich habe euch gesagt, wenn jeder, der aufgewacht ist oder mit der Situation hier nicht zufrieden ist, 5 Euro gibt, dass man einen ordentlichen Sender machen kann, dann erklären wir das dann von einem zentralen Sender. Also das ist jeder begreifen, jeder in seinem Wohnzimmer, der wie heißt das Video on Demand oder was auch immer oder live anhören kann. So, und dann sitzen dann wirklich die Staatsrechtler dort in dem Studio und erklären es dann nochmal. So, und vielleicht ist ein Moderator daneben, der die komplizierten Fachbegriffe des Volks- und Staatsrechtlers nochmal in die einfache Sprache übersetzt. So, das ist eigentlich meine Vorstellung. Und das hätte ich dann gerne in ordentlichen Bild- und Tonqualität. So, technisch wäre ich in der Lage, das zu machen, aber ich habe die Mittel und Möglichkeiten nicht dazu. Und es geht auch nicht in Deutschland, wir müssen dann Sender ins Ausland schaffen und dann einen deutschen Ton dazu. So läuft's. So, also macht euch einen Kopf, habt Gemeindeversammlung, habt Stammtische, sammelt das Geld ein, macht aber bitte Quittung, erkläre euch auch gleich, wie so gemacht werden. Also, ihr habt ja 3 Zeilen auf der Quittung. Ne? Oben kommen nur Bruttobeträge rein. Es wird keine Mehrwertsteuerbescheinigung angegeben. Also, wenn einer 1 Euro gibt, so schreibt oben in die erste Zeile von dem Bezahlbetrag 1 Euro rein. Habe ich schon eine Quittung? Also so sieht die aus. Ne? Hier oben kommt der Betrag rein, das sind jetzt 9 Euro. Hier kommen Nullen rein bei der Mehrwertsteuer. Dann kommt hier der Betrag nochmal rein. Dann kommt das Wort 9 hierher. So. Dann der Name von demjenigen, der gespendet hat. Und dann steht in der zweiten Zeile Schenkung nach kaiserlichem Recht. Da kommt nicht Spende her. Ich will hier keine Quittung sehen, wo Spende drauf ist. Ich kriege das Zeug zurück. Spende ist was gegeben und was Steuer. Steuer ist nicht. Wir wollen Schenkung. Der Betrag, den ihr gebt, soll 100% dem Projekt zur Verfügung kommen.
Dann steht drunter Projekt in Klammern Kaiser Radio, Leerzeichen Bertha Victor, also BV240, Bertha Victor 240. Das ist die Projektnummer, für die die Vorarbeiten nämlich schon geleistet wurden. Also wo wir angeguckt haben, was wir alles brauchen, alles durchgerechnet, alles durchkalkuliert, überlegt, wie es inhaltlich aufgebaut wurde, ein bisschen Sendeplan gemacht, ein bisschen Videotext gemacht. Und das müsst ihr einfach nur hier angeben. Dann wird es diesem Projekt zugestellt. Das Geschenk ist der fertige Sender, nicht das, was wir schrittweise machen. Das müssen wir erstmal besorgen und zusammenstellen und gucken, ob es geht. Und dann müssen wir mit den internationalen Senderichtlinien der ETSI konform gehen. Das heißt, wir werden dann nochmal irgendwann ETSI-Mitglied werden müssen, um die aktuellen Normungssachen zu bekommen und zu erfüllen. Und dann kommt ein Messteam, dann gucken, ob wir ordentliche Signale machen. Und dann kriegst du so einen Schein und dann kannst du dann bei Betzdorf sagen, wir hätten gerne mal einen Sendeplatz. So, und dann kriegst du irgendeinen Transponder zugewiesen und irgendeinen Zeitschlitz und dann müsst ihr genau treffen. So, und dann gibt es technische Geräte, die das kennen inzwischen. Und die sind natürlich nicht beim Aldi zu kaufen, sondern müssen wir professionelle Technik bestellen. So. Ja, gut. So, und dann kommt hier hinten der Ort, wo es ausgefüllt ist, hier an die Stelle. Hier kommt das Datum hin, hier kommt die Uhrzeit hin. Ja, also in dem Moment, wo das Geld angenommen worden ist, kommt hier Datum, Uhrzeit hin. Und Uhrzeit, na, also keine Sekunden brauchst du, ne, Stunde, Minute. Und dann wird die Quittung, so wie es kommt, in der richtigen Reihenfolge in unsere Buchhaltung eingefügt. So. Bitte keine Spendenquittung. Ich sag's nicht nochmal. Schenkung nach kaiserlichem Recht ist das Zauberwort. So, gut. Ich denke mal, es ist jetzt gut. Wer es immer noch nicht kann und das nicht überblickt, muss mich eben dann anrufen oder muss mir eine Mail schicken und dann kann ich ihm auch einmal so eine Spendenquittung kopieren. Okay, Problem. So, bitte lasst es mit den Schenkung, mit den Spenden weg. Schenkung nach kaiserlichem Recht hat seinen Grund, hat mit der Steuerfreiheit was zu tun, weil gewisse Beträge sind steuerfrei, hat nur was damit zu tun, dass, Unternehmen. Bei Unternehmen ist es kompliziert. Dort müsste der, wenn ein Unternehmen, also ein Mittelständler, was spenden will, müsste er das als Privatperson, nicht spenden, auch schenken, krass, müsste der Mittelständische das als Person machen, nicht als Firma. Ja? Nicht, dass wir hier mit der Umsatzsteuer Stress kriegen. Ja, also vom versteuerten Einkommen gibt er das, was er will. Und jeder von der Belegschaft macht eine einzelne Quittung. Ja, und was nicht als Einzelquittung hier aufschlägt, dann hieß das eben Stammtisch sowieso, wenn sie eben keine Quittung wollen. Dann müssen wir aber trotzdem eine schreiben, weil sonst die Buchhaltung nicht aufgeht. So, und die hieß dann, was weiß ich, Heimatverein sowieso. Und da kommt die Gesamtsumme. Und die wird genauso gemacht wie hier. Da steht dann eben statt Vorname Stammtisch und statt Nachname der Ort. Und dort, so wird das dann in der Buchhaltung gepflegt. So, und Schenkung ist eine einmalige Geschichte. Die wird dann dort abgebucht und dann machen wir eine Gegenbuchung, gucken, dass das Geld stimmt, zählen das einmal am Tag und dann, wenn ein ordentlicher Betrag zustande kommt, gehen wir zu unseren Lieferanten, fragen an, was hast du da? Wir brauchen das und das. So, und da sagt er uns den Preis und da sagen wir, haben wir oder haben wir nicht. So, und das machen wir so lange, bis alles läuft. So, ich denke mal, das hat jeder begriffen. Ne? Dann haben wir einen Rundfunksender, und also wir haben gedacht, ein Radio, maximal zwei Radios. Und einen Fernsehsender, der, wenn keine Neuigkeiten oder Studiogäste da sind, im Prinzip das Bild aus dem Radiostudio bringt, wie es bei verschiedenen, ja, Radios sind, die ein Fernsehbild liefern. Und dann, wenn Studiogäste da sind, also Vorträge laufen oder so, wird dann auf Livebild umgeschaltet und dann ist es wie ein normales Fernsehprogramm. Es wird also hin und her geswitcht. Also im Großteil werdet ihr Musik hören, Musikwünsche erfüllt kriegen. Vielleicht auch mal einen Film eingespielt werden, vielleicht auch mal YouTube-Clip, vielleicht auch mal eine Außenreportage, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es ein Radioprogramm mit Fernsehbeiträgen. So kann man es ungefähr machen. Das ist das, wie wir es aufgestellt haben. Weil wir müssen ja auch sehen, dass wir die Beiträge zu günstigen Kosten produzieren. Und wir werden uns keine Hollywood-Filme da leisten, sondern wir werden mit einem ganz kleinen Budget genau das machen, was wir wollen. Wir wollen die Leute informieren. Und zwar mit Wahrheiten und nicht mit irgendwelchen komischen Sachen. Ja, habt ihr das jetzt soweit verstanden? Video könnt ihr jetzt überall rumschicken. Je eher das Geld zusammen ist, desto eher geht's los. Wir brauchen maximal 8 Wochen, nachdem die Gesamtsumme, die wir vom Staat brauchen, zusammen ist. Wenn das Wutbürgerpotenzial der Bundesrepublik 30 Millionen beträgt, das sind alle die Leute, die die Regierungspolitik nicht mehr ertragen können.
was auch das bei NTV die Umfragen momentan zeigen. Wenn da jeder 5 Euro gibt, können wir die nächsten 10 Jahre durch Vollbekommen machen. Können wir ohne Probleme durchziehen. So, und wenn wir dann merken, es läuft gut, dann werdet ihr das ja dann über den Sender erfahren. So, das ist das, was ich jetzt dazu zu sagen habe. Ich zeige mal dann die Videos noch von dem Stammtisch. Aber wie gesagt, es sind nur Ausschnitte und ich konnte von jedem immer bloß mal ganz kurz anreißen, sodass jeder hinterher noch mal fragen konnte oder mich anschreiben konnte oder was auch immer. So, umfangreicher Service ist insofern gegeben, als dass ihr hier bei YouTube die Videos abonnieren könnt. Und wenn was Neues kommt, könnt ihr dort suchen. Ihr habt mehrere Playlisten. Es gibt eine Themenliste, die Wahlbetrug heißt. Das sind alles das, wo Wahlbetrug und dessen Auswirkungen beschrieben sind. Und eine, die zu dem Radio ist, die nach Tagen durchnummeriert ist. Und das ist jetzt die Reportage von gestern, weil ich gestern erst nach Mitternacht hier aufgeschlagen bin. Und sozusagen den Beitrag nachreiche. Ich werde dann heute Abend später den Beitrag machen vom Tag 5. Ne? Also wir haben jetzt einen Stand der Kasse von 108 Euro. Mehr ist es noch mehr. Und die jetzt das unbedingt wollen, die haben also schon die 5 Euro bezahlt für den Start-up, den wir 2016 vorhaben. Und alle anderen müssen sich überlegen, ob sie das wollen oder ob sie eben weiter ARD, ZDF glauben, müssen es eben machen. Dann kann ich es eben ohne ändern. Jetzt. Aber dann muss ich sagen, sobald wir dann das Ding zum Laufen haben, machen wir dort die Information darüber. Einfach wegen der Qualität und auch haben wir dann ordentliche Sprecher. Dann, ich mein, habe ja keine Sprecherstimme. Und ordentliche Studiogäste, die einen Abschluss haben. Und dann werden wir auch ein paar Bürgerrechtler mit einladen und so weiter. Und gucken, dass die dort, ja, mal ihre Darstellung da bringen. Gut.